Das immer wieder. Ja, der Montag ist vorbei. Ach, Montag ist immer ein grausamer Tag. Na, kuschelst du mit Schosch? Montag ist immer ein grauenhafter Tag. Ja. So, ich lasse ihn jetzt auch hier oben. Die Kids sind unten. Ja. Und ja, ist dann Ruhe. Er war vorhin ein bisschen verwirrt, hier wurde Posaune geübt. Er wusste nicht, was er machen sollte. Er war ein bisschen verunsichert von den Geräuschen. Die haben sich auch komisch angehört. Irgendwie wie ein röhrender Hirsch, der unter Verstopfung leidet oder so. Um Gottes Willen. Eieieiei. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ah, ja. Hui. Ja, ich habe die Nachricht bekommen vom Verlag, die Bücher sind freigegeben. Können also ab sofort gekauft werden. Es ist jetzt so, dass bei Facebook wird noch der Shop eingestellt, damit man da einfach drauf zugreifen kann. Der Verkauf erfolgt direkt über den Verlag. Kann man natürlich auch dann zukünftig in Buchhandlungen kaufen oder bei Amazon, aber nochmal der Hinweis, nur über den verlinkten Shop bekommen wir halt eben eine höhere Provision. Ansonsten ist die Provision nicht mal halb so hoch. Deswegen macht es dann relativ wenig Sinn. Das Einzige, wo wir noch drauf warten müssen, ist das E-Book. Das kann bis zu 4 Wochen dauern. Das kann bis zu 4 Wochen dauern, bis das konvertiert und bereitgestellt wird in den verschiedenen Versionen. Aber da bekomme ich ja nochmal eine Nachricht, wenn es soweit ist. Aber Softcover und Hardcover in gedruckter Version sind jetzt verfügbar. Ja, über die Webseite von Chris kann man schon drauf zugreifen. Ne, Dicker? Und dann kann man jetzt das erste Band käuflich erwerben. Und damit eine Spende beim Tierschutz platzieren. Hui, gehen. Was denn?
Nicht schön, doch, das ist doch schön. Man kann dich jetzt kaufen, also nicht dich, aber ein Stückchen von dir. Quasi ein Lesegris. Und dann gucken wir mal, ob es jemanden gibt, der das Büchlein kauft. Und dann schauen wir mal, wann der nächste Band rauskommt. Aber eins nach dem anderen. So, wieso habe ich jetzt Schosch auf dem Bein liegen? Hör mal, ich wollte mit dem nicht kuscheln. Ich stehe nicht so auf Schafe. Kleiner Fledermops. Ja, was? Oh, so schlimm. Alles gut. Die Kamera, die böse Kamera. Ja, heute war die Physio wieder da. Danach ist Robby aufgeblüht und wieder rumgehüpft wie ein junger Gott. Aber auch nur kurz. Ja, aber es geht soweit. Morgen sind wir wieder beim Doc. Morgen früh gucken, was der sagt. Und dann mal schauen. Weiß gar nicht, irgendjemand hat geschrieben, Chris würde sich ja mit den Pfoten immer übers Auge wischen, ob er grauer Star hätte. Nee, hat er nicht. Also aktuell kann man das sagen. Er wird ja auch einmal im Halbjahr auf den Kopf gestellt. Ja, weil Senioren brauchen das, einen regelmäßigen Check-up. Normalerweise sagt man einmal im Jahr, aber bei Risikopatienten nimmt man ein halbes Jahr. Warum Risikopatient? Weil er aus Rumänien kommt. Das macht ihn per se zum Risikopatienten. Und wegen der ganzen Mischung, die in ihm stecken, hat er halt eben ein hohes Potenzial, unschöne Dinge zu bekommen. Ne? Ja. Und deswegen, ja, also grauer Star hat er nicht. Das ist auch nicht der Grund. Also was natürlich passieren kann, grauer Star ist ja prinzipiell nichts anderes als eine Linsentrübung, die dafür sorgt oder die dafür sorgen kann, dass der Hund erblindet. Die ist beim Hund in der Regel langsam fortschreitend und bei älteren Hunden meistens, nicht immer, aber meistens kein Problem, führt nicht in allen Fällen zu einer Sehbeeinträchtigung und muss in den wenigsten Fällen wirklich operiert werden. Ja, das vielleicht mal so als kleine Faktenlage. Vor allem, wenn man guckt, also die OP an einem Auge kostet über 2000 Euro in der Regel, die OP an beiden Augen um die 4000 Euro, wird dann in der Summe ein bisschen günstiger. Aber von der Sache her ist es ganz einfach so, dass die meisten Operationen gar nicht zwingend erforderlich sind. Eine erhöhte Gefährdung besteht bei jungen Hunden, die an einem grauen Star erkranken, weil da kann es tatsächlich passieren, dass die Linse rupturiert, also platzt. Das ist dann nicht so toll. Aber bei den alten Hunden ist es in ganz, ganz vielen Fällen so, dass man da eigentlich nichts machen muss. Dieses mit der Pfote übers Auge wischen kann bei Hunden oder bei Tieren generell vorkommen, die am Auge ein Problem haben, das ist richtig. Beim grauen Star kann es zum Beispiel sein, dass sie einen Schleier vor dem Auge haben, eine Sehfeldbeeinträchtigung, und dann versuchen die das wegzuwischen. Aber wer genau aufpasst, der sieht, dass der kleine Fledermops nicht über die Augen streicht, sondern über die Ohren. Ja, das ist ein kleiner Ohrfetischist. Der versucht sich nämlich dann hier in der Innenseite am Rand das Ohr zu kratzen. Das findet er anscheinend schön. Also an den Ohren selbst ist nichts dran, das kann ich vielleicht an der Stelle verraten. Wir gucken ja auch regelmäßig rein, machen die auch sauber und pflegen die. Ja, weil die großen Öhrchen, die Knicköhrchen, die müssen auch ein bisschen gepflegt werden. Aber ja, da ist nichts. Also das scheint er einfach nur schön zu finden. Ne, Digga? Genau, also da muss man sich keine Gedanken machen. Wir passen da natürlich auch drauf auf. Ich sage mal, gerade so die typischen
Wehwehchen, die man da so hat, ja, oder auch Diabetes ist ja auch so eine Sache, die gerne mal vorkommt. Das sind halt eben so Sachen, wo man einfach, wenn man mit Senioren zu tun hat, im Laufe der Zeit auch drauf geeicht wird. Da braucht man dann auch keinen Tierarzt, um erstmal den Verdacht zu haben. Bei vielen ist es ja so, die gehen zum Tierarzt wegen was ganz anderem. Dann sagt er, ach, haben Sie übrigens schon mal geguckt hier, der hat das und das. Vielleicht sollten wir noch die und die Untersuchung machen. Da denken ja viele, das ist Geldmacherei. Meistens ist es aber halt eben wirklich so, dass dem Tierarzt vor Ort direkt irgendwas auffällt, was einem selbst vielleicht nicht unbedingt bewusst ist. Nicht, muss doch nicht immer Unkenntnis sein, sondern einfach, weil man halt eben den Hund dahingehend gar nicht beobachtet hat oder auch gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll, dass es halt eben irgendwas nicht Normales wäre. Deswegen, das ist nicht immer so einfach, ne? Deswegen auch danke für den Hinweis. Ich finde es schön, wenn jemand auf sowas achtet und dann halt eben auch sagt, hey, könnte das nicht das und das sein? Es hat noch jemand geschrieben bei Robby, Cushing-Syndrom. Ist richtig, er zeigt die typischen Anzeichen. Insgesamt passt es allerdings nicht zum Cushing und das haben wir natürlich auch getestet. Es gibt einen Test aufs Cushing-Syndrom, wo man nicht nur feststellen kann, ob er Cushing hat, sondern auch welche Art. Das hat was mit Blutentnahme zu tun und Medikamentengabe. Also zwei Blutentnahmen muss es mindestens geben. Eine für den Normwert, um den Normwert zu ermitteln im Blut. Und dann wird ein Medikament gespritzt und dann wird einige Stunden später nochmal Blut abgenommen. Und dann schaut man ganz einfach, ob die Nebennierenrinde zu viel Cortisol produziert. Und dann, je nachdem, wie da die Ergebnisse ausfallen, kann man dann halt eben sagen, jawohl, er hat Cushing oder es ist ein fraglicher Wert oder er hat kein Cushing. Ist es aber bei Robby nicht tatsächlich. Wir gehen momentan ganz einfach davon aus, es ist eine Mischung. Einmal aus einer Polyneuropathie. Und das andere ist halt eben, dass er eventuell ein oder zwei Bandscheibenvorfälle hat. Allerdings kann man sagen, dass wir ihn wirklich gut im Griff haben momentan mit der Physio. Ja, wir müssen jetzt halt eben nur gucken, wie gesagt, er fängt jetzt seit, also er ist seit, ja, sagen wir mal 5, 6 Tagen, was würdest du sagen, Chris? 5, 6 Tagen, wird er wieder wirklich flott unterwegs. Also auch, dass er an der Leine versucht zu ziehen, um schneller vorwärts zu kommen, weil wir natürlich langsam machen, ja, damit es nicht zu Stolperattacken kommt. Aber er ist halt eben jetzt mittlerweile sehr ungeduldig und möchte zeigen, dass er schneller kann. Und da muss ich jetzt so ein bisschen an meinem Vertrauen arbeiten, weil was ich natürlich nicht möchte, ist, dass er jetzt permanent auf die Nase fällt, weil er über die eigenen Pfoten stolpert. Da müssen wir halt eben gucken. Und da überlege ich jetzt halt eben wieder, das werde ich morgen besprechen mit dem Doc, ob wir diese orthopädischen Schuhe für die Pfoten holen. Die sorgen quasi dafür, dass die Pfote an sich, wenn die irgendwie sich nicht automatisch korrigiert, wieder pupp, in die Ausgangssituation, in die Ausgangsposition gebracht wird, damit der Hund nicht stolpert. Die dürfen halt eben maximal 2 Stunden am Stück getragen werden, aber das sollte ja kein Problem sein. Die brauchen wir ja nur, wenn wir draußen sind. Da müssen wir halt eben mal gucken. Die kosten irgendwie pro Stück um die 60, 65 Euro. Und da würde ich dann vorne mal mit anfangen, weil er, wenn dann eigentlich vorne nur das Problem hat. Hinten die Pfoten, die kommen eigentlich immer hinterher, das ist ganz gut. Und wie gesagt, morgen bin ich auch mal gespannt, wie die Reaktionsfähigkeit ausfällt. Beim letzten Mal waren ja wirklich alle 4 Pfoten ganz gut. Und dann gucken wir mal, wie es morgen wird. Ne? Genau. So, jetzt habe ich dich genug belästigt. Mit meiner Kamera. Ja, fupp. Aber du willst noch ein bisschen gekrault werden. Das machen wir gleich, ne? Ja, ich bleib noch ein bisschen bei dir. Da unten ist ja eh Rambazamba in der Bude. So. Gut, dann soll es das jetzt von hier erst einmal gewesen sein. Dann könnt ihr schön das Büchlein bestellen. Oder auch nicht. Wie gesagt, die Einnahmen gehen ans Tierheim Koblenz aus dem Buch. Da fällt also nichts für mich ab. Das war ja von Anfang an so gesagt. Das war
Also ich verzichte da auf jegliche. Man sagt ja irgendwie normalerweise, wenn man so ein Buch schreibt, dann nimmt man sich ein Autorenhonorar. Das ist halt eben Quatsch, brauche ich nicht. Ich habe das ja gemacht, also einmal, weil es mir Spaß macht. Ich finde es einfach lustig. Es macht mir Spaß und Freude. Ich habe noch nie ein Buch veröffentlicht, das ist jetzt meine Premiere. Und wenn man dann noch was Gutes damit tun kann, warum nicht? Genau. So, dann war's das. Also, schön das Buch kaufen und euch noch einen schönen Montagabend. Und tschüss.